Hallo und willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, jetzt sind wir ja dabei, die Medikamente zu holen. Eins vorab, wenn du zur Familie gehören willst und wenn du auf dem neuesten Stand bleiben willst, was mein Kanal und meine Videos betrifft, dann lass ein Abo da, ein Like oder ein Kommentar. Ein Abo wäre natürlich cool. Wie gesagt, dann bist du auf dem neuesten und bleibst auf dem neuesten Stand, wenn ich was spiele. So, weiter geht's. Ja, jetzt heißt es ja, die Medikamente hier besorgen. Und ja. Wie gesagt, das ist jetzt meine Spielweise. Ihr könnt euch da natürlich sehr viel Zeit lassen. Also ihr könnt da natürlich looten und die Monster alle wegschnipseln, wie ihr das denn so denn wollt. Das bleibt euch ja überlassen. Also ihr könnt euch da ja Zeit und könnt euch da ja an den Monstern auslassen, wenn ihr denn da so das denn machen wollt. Und irgendwie komme ich hier jetzt nicht hin. Wieso komme ich denn da oben nicht hin? Also muss ich jetzt hier lang? Da ist jemand im Wasser! Eindringling! Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby. Scheiße. Ist sie allein? Tor aufmachen! Hey Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Was hast du da? Schienen, Zungenspatel, Bettpfannen. Was Chirurgisches? Neulich habe ich drinnen so Zeug gesehen. Danke. Da verbrennen sie das alles, ey. Wahnsinn. Gut, schnacken wir da nochmal. Räumt ihr hier immer noch auf? Jep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Wir haben noch einige Etagen vor uns. Ach, viel Glück. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was ein Akt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die
Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm... Moment. Alles okay. Gut. Also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein. Super. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Ja, gut. 8 Minuten. Oh ja, schön. Schaffen wir noch was. So. Wo muss ich denn lang? Da, 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 da. So, rein da in die Olga. Okay, Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Ach, ist das schön, ach, ist das fein. Naja, jetzt keine Zeit hier, wissen das. Nee. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Ja. Dann muss ich erstmal zurückrufen, wenn ich hier mit dem Video fertig bin. So, wo muss ich denn hin? Was ist denn hier jetzt los? Da 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 da. Hä? Guck mal, hier kann man hier gar nichts machen? Ja, geil. Sieht gar nicht so schlimm aus.
Traumazentrum muss da drin sein. Okay. Ja, okay, dann gehen wir da mal rein. Gut. Was zur Hölle? Okay, das ist zu viel. Dumm die Dumm. Wohin? Dahin. Ah. Ja, genau. Oh Gott. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum hier nichts ist. Komm schon, gib mir irgendwas. Nada. Hat einen Grund. Ich werde es hier gleich schön mit den Freckles zu tun kriegen. Operationssaal. Gut. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da rein musste oder ob ich... jetzt was aktivieren musste. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Scheiße, was ist das? Ja, da mit dem Gekrummel, da werde ich gleich auch noch mal Spaß haben. Aber das kommt gleich später erst. Zum Operationssaal. Ich weiß jetzt auch momentan gar nicht, wo ich jetzt genau... Komme ich da hoch? Wo ich genau das olle Stromding finde.
was ich da so benötige. Ja, was ist denn? Hä? Ja, jetzt bin ich hier. Oh, es ist aber auch ein Gefunzel, ey. Strom. Ja, das, ja. Hab ich da oben so hin? Ne. So. Ja. Und wenn ich das jetzt einschalte, dann geht alles wieder an, alles öffnet sich und ich habe denn hier meinen Spaß. Dieses Glurak-Geräusch von dem Monster, was da ja ist, da werde ich gleich dann auch noch meinen Spaß haben. Oder im nächsten Video, sag ich mal. Das wird denn auch noch lustig werden, weil genau in dem Krankenwagen, da sind die Sachen drin, die ich brauche. Ja, so viel denn schon mal, denn dazu ist dann auch alles ganz denn so ganz lustig. Und ja, aber das passiert denn im nächsten Video. Hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem neuen nächsten Video. Bis denn, ciao, ciao.